Der ehemalige General Motors Manager John DeLorean hatte einen Traum. Er wollte einen Sportwagen bauen, der es mit dem Besten seiner Klasse aufnehmen kann. Zu diesem Zweck gründete John DeLorean eine eigene Firma. Unterstützung in der Entwicklung des Konzepts fand DeLorean bei Bill Collins, einem ehemaligen Ingenieur bei Pontiac. Der Auftrag für das Design eines Prototyps wurde an Giorgetto Giugiaro bei Italdesign vergeben. Als Partner holte sich DeLorean Lotus mit an Bord. Der zweisitzige Flügeltürer entstand auf dem Chassis des Lotus Esprit. Die Entwicklung des DMC 12 dauerte 2 Jahre. Eine sehr kurze Zeit für ein solches Projekt und dies führte zu einigen Problemen in der Serienproduktion. Die Karosserie ist komplett aus gebürstetem Edelstahl gefertigt. Zier- und Anbauteile aus Kunststoff. Im irischen Belfast wurde mit stattlichen Zuschüssen eine große Fabrik für die Produktion des DeLorean gebaut. Als Motor kam der sogenannte Euromotor zum Einsatz. Ein V6-Motor, der in Kooperation mit Renault, Peugeot und Volvo gebaut wurde. Er hatte einen Hubraum von 2849 Kubik und eine Leistung von 132 PS bei 5500 Umdrehungen in der Minute. Damit erreichte der DeLorean DMC 12 eine Höchstgeschwindigkeit von 198 km pro Stunde. Den Sprint von 0 auf 100 km pro Stunde absolvierte der 1250 kg schwere Sportwagen in 11 Sekunden. Eine Leistung, mit der der DeLorean nicht an seine vergleichbaren Konkurrenten Ferrari oder Corvette heranreichen konnte. Ursprünglich war der DeLorean als Mittelmotorfahrzeug konzipiert. Da der V6-Motor allerdings zu groß war, fand er nur im Heck des Fahrzeugs Platz und dies wirkte sich wiederum auf das Fahrverhalten des Sportwagens aus. Die Agilität wurde eingeschränkt und das Fahrzeug wurde sehr hecklastig. Durch den Y-Rahmen des Lotus Esprit ist im Innenraum der Fahrersitz weit vom Beifahrersitz entfernt. Dazwischen zieht sich ein Rahmentunnel durch den Innenraum. Die schweren Flügeltüren sind leicht zu öffnen und zu schließen, waren aber auch oft Grund der Reklamation, da sie nicht richtig dicht waren oder klemmten. Berühmt wurde der DeLorean vor allem durch seinen Auftritt in dem US-amerikanischen Spielfilm Zurück in die Zukunft, in dem das Fahrzeug zu einer Zeitmaschine umfunktioniert wurde. Damit erhielt der DeLorean Kultstatus. Mit einem Neupreis von rund 75.000 D-Mark im Jahr 1982 war der DMC 12 sehr teuer. Hinzu kamen technische Mängel und Probleme, die den Absatz erschwerten. DeLorean musste die Kundenfahrzeuge zurückholen und warten. Gleichzeitig werden Fahrzeuge auf Halde produziert, um eine erhöhte Nachfrage zu befriedigen. In den USA kommt es allerdings Anfang der 80er Jahre zu einer Absatzkrise für Luxusfahrzeuge. DeLorean steht daher 1982 vor der Insolvenz und muss im gleichen Jahr schließen. Insgesamt wurden rund 9000 Exemplare des DeLorean DMC 12 gebaut.